Masken für die ganze Welt aus Südtirol. Ein Unternehmen mit Sitz in Brixen und Lienz ist weltweit für seine Drucktechnologie bekannt. Aber Corona hat auch hier vieles geändert. In Brixen werden jetzt Masken gedruckt. Wertvolle Hilfe liefert dabei eine Sozialgenossenschaft aus Bruneck. Die Mitarbeiter nähen fast rund um die Uhr Masken. Das Ganze ist ein beeindruckendes Gemeinschaftsprojekt. Die Maschinen laufen ohne Pause. Die Welt braucht Masken. Die hochmodernen Drucker der Firma Durst produzieren Hunderte im Stundentakt. Der Firmenchef hat handeln und vor allem weiterarbeiten wollen. Ich glaube, das ist vor allem eine mentale Geschichte. Wenn alle komplett, sagen wir es mal, wie es ist, frustriert daheim gewesen sein und nach zwei Wochen frustriert daheim, irgendwo, das geht ja nicht mehr, haben wir halt wieder einen Lichtpunkt gefunden und gesagt, da stürzen wir uns jetzt drauf, das ist ein gutes Projekt, das ist ein Community-Projekt, wir wollen auch kein großes Geld damit machen, aber wir wollen nicht untätig rumsitzen. Die Umstellung der Textildrucker hat schnell geklappt. Ob riesige Werbebanner oder Gesichtsmasken gedruckt werden, macht für die Technik keinen Unterschied. Und auch die langjährige Erfahrung mit Filtersystemen lohnt sich nun. Wir arbeiten mit so Mikrofiltrierungssystemen und zufälligerweise oder eigentlich nicht zufälligerweise unsere Laborleute haben auch gesagt, ja, was können wir machen, weil wir selber wollen den Schutz auch. Es war nicht sehr einfach, Masken herzukriegen und so ist es entstanden. Und aus der Idee im Labor sind wir halt dann direkt in die Produktion gegangen. Die Zuschnitte werden aber erst durch fleißige Hände zur Maske. Die Mitarbeiter der Sozialgenossenschaft Vergissmeinnicht nähen den bestellten Mundschutz in allen Farben. Das ist für uns ganz, ganz ein großes Glück, dass wir das sehen dürfen. Denn somit können wir Arbeitsplätze sichern und vor allem auch den Menschen mit Beeinträchtigung eben eine sichere Zukunft geben. Weil in der Zeit, wo es nicht mehr genau, wo die Reise hingeht. Mit der Nähmaschine haben die Menschen mit kognitiven oder körperlichen Beeinträchtigungen Erfahrung. Vor Corona haben sie schließlich schicke Kleider genäht. Trotzdem ist es eine Umstellung. Ja, in Umfang ist es ganz ungewohnt gewesen. Weil natürlich, da sitze ich zu und weiß nicht, wie ich die Not machen soll. Und nein, natürlich ist es in Umfang neu gewesen. Jetzt geht es schon zieg dahin. Zügig muss es auch vorangehen, denn die Anfragen kommen aus der ganzen Welt. Für Händler, Kunden und Partner des Textildruckunternehmens werden 2000 Masken am Tag produziert. Hat uns wahnsinnig gefreut, weil wir halt wieder einmal kennen, vom kleinen Land aus die Welt bedienen. Natürlich schicken wir aber keine Masken nach Amerika oder Asien oder Australien, sondern wir haben unsere Partner vor Ort unsere Tools geben, damit sie können vor Ort selber die Masken produzieren und auch zertifizieren. Wir haben nur gesagt, wie es geht. Aus der Not heraus hat das Unternehmen schnell gehandelt, denn dieses Must-Have wird uns wohl noch eine Weile begleiten.